Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alien Isolation. Im letzten Part habe ich ja hier aufhören müssen, zwangsweise, weil ich gedacht habe, es ist ein Spielfehler, dass wir nicht weiterkommen. Aber mir hat dann ein lieber, netter Freund gesagt, ich soll mich hier nur mal genauer umschauen und da finde ich dann bestimmt irgendwas. Und dann habe ich halt einfach mal gedacht, hey, schaust dich halt mal hier hinten um, ist halt einfach ein Knopf an der Säule. Alles klar, oder? Damit rechnest du in dem Spiel einfach nicht, weil an jeder Tür war bis jetzt einfach nur mal so ein Knopf, da drückst du drauf, dann kommst du durch oder du hast halt so ein anderes Rätsel, was aber total offensichtlich ist. Und dir sagt keiner, dass sich hier hinten ein Knopf befindet, kein Schild, nichts. Also verzeiht's mir, aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass da sowas kommt. Und ich glaube, die Syntheten, wo ich so glücklich war, dass die nicht lebendig werden, wollen jetzt nochmal Hallo sagen. Tschüss. Nee. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. Ich habe keine Termine. Oh, eine Pumpgun, okay. Danke, Molotov Cocktail, okay, super. Habe ich echt keine Termine, oder? Das ist natürlich nicht so geil. Was habe ich da jetzt eigentlich gerade aufgehoben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so wirklich, habe ich einfach Pumpgun-Munition aufgehoben, ja? War tatsächlich nur Pumpgun-Munition. Also, was heißt nur? Brauche ich auch, aber... Folgen die mir jetzt hier gerade? Ich nehme noch die Munition hier mit. Hilfe. Schrott, okay. Da vorne kann ich auf jeden Fall speichern. War auf jeden Fall ein bisschen böse, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, hier liegen lauter Sachen rum, die ich bauen kann normalerweise. Von wem? Fragt sich. So, hier erstmal speichern. Ich habe echt nicht damit gerechnet, weil... Ja, wie... Damit rechnet man in diesem Spiel nicht, dass da plötzlich irgendwie so richtig böse ein Schalter versteckt ist. Vor allem, du hast null Hinweise, dass sich irgendwie ein Schalter versteckt. Keine Mission war, finde den Schalter oder so. Nein, es heißt einfach entkomme. Aber ich kann ja euer schon kommen, wenn die Tür auf ist. Naja. Egal. Alter, hier sind wirklich... Kommt mir das gerade nur so vor. Hier liegen... Lauter Sachen rum, die ich selber bauen kann. MP-Mine. Von wem? Samuel? Revolver-Munition. Perfekt. MP-Mine haben wir schon. Taschenlampenbatterien. Die sind wichtig. Weil es gibt viele Stellen, da brauchen wir auf jeden Fall mal eine funktionstüchtige Taschenlampe. Schrott. Also nur Schrott hier. So. Und wieder mal ein Terminal. Smythe. Lies das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen? Deine Knarren und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlageüberwachung und hat dann deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Bronto. Smite. Okay, ausharren. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen, aber ich habe vor dem Synthetenausstellungsraum mit Waffen und Vorräten Lager aufgeschlagen. Ah, da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smythe ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Suzanne, lasst mich wissen, ob sie bei euch ist. Er war also hier. Wir wissen nicht wer, aber auf jeden Fall wissen wir, dass er uns hier eine Nachricht hinterlassen hat. So. Ich speichere jetzt nicht nochmal, auch wenn ich könnte. Man sollte es ausnutzen. Wohin geht's denn da? Hallo? Hallo? Was? Ich weiß nicht, wer das ist. Das hört sich auf jeden Fall nicht ganz so geil an. Was auch immer ich gerade getan habe. Oh! Ja, so geht's auch. Jetzt kommen die uns auf jeden Fall mal nicht mehr so schnell nahe. Brennt. Verbrennen die? Die verbrennen nicht. Wieso ver... Die sollten... Alter, wie viel sind denn das? Scheiße. Die Tür geht leider nicht auf. Stirb. Die brennen.
und leben und so. Ich will nicht sterben. Noch nicht. Ich bin zu jung. Oh mein Gott. Tschüss. Doch nicht tschüss. Die brennt, der brennt. Ich brenne, alle brennen. Hilfe. Okay, okay, okay. So, wie komme ich da durch? Ich brauche eine Schlüsselkarte, eine fucking Schlüsselkarte. Ich habe aber keine. Die habe ich wahrscheinlich in dem Raum übersehen. Okay, ich brauche einen Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Hilfe. Brennt. Okay, Flammenwerfer aus. Die verrecken nicht. Okay, verreckt, verreckt, verreckt. Nein, 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 nein. Ich hab keine Zeit zum Nachladen. Pumpgun, Pumpgun. Einmal. Ich hab keine Muni mehr. Ich muss nachladen. Stirb. Stirb. Hilfe, nein. Ich treffe einfach nicht. Ich bin zu blöd. Ich schreie jetzt wahrscheinlich gerade übelst ins Mikro. Nein, 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 nein. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin doch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Aber gleich. Okay, okay, alles gut, alles gut. Ich schreie jetzt gerade zwar übelst im Mikro wahrscheinlich, aber egal. Okay, endlich mal getroffen. Und dich. Ein noch. Wo ist der Letzte, hä? Ich weiß, dass einer von euch Dreckskerl noch lebt. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Doch nicht? Ah, wir müssen gegen die kämpfen. Okay, ich habe mich nämlich schon gefragt, warum hält die Flammen die nicht ab? Aber jetzt weiß ich, warum. Weil vielleicht einer eine Schlüsselkarte hat. Der anscheinend nicht. Aber wo ist denn noch einer gestorben? Ich weiß schon gar nicht. Die Pumpgun-Munition hat es auf jeden Fall ziemlich viel gebracht. Die ist jetzt wahrscheinlich schon wieder fast leer. Ich hätte vielleicht mit diesen Sachen arbeiten sollen. Dann hätte ich sie hier nämlich auch gleich wieder aufsammeln können. Aber egal. Ich speichere einfach mal nochmal. Jetzt ist der Speicherpunkt doch ganz toll wieder. Okay. Weiter geht's. Also falls ich jetzt gerade extrem übersteuert habe, tut's mir natürlich leid. Aber ihr seht ja, was hier gerade für kranke Action abging. So, ich mache das gleich nochmal. Auch wenn es ein bisschen eine Verschwendung ist. Aber wir haben ja 6 Stück davon. So, hattest du vielleicht eine... Nein, hattest... Nein, du auch nicht. Hatte... Da war sowieso keiner. Ihr hattet doch... Da, der hat den Schlüssel... Ja, danke für die Schlüsselkarte. Jetzt kommen wir da nämlich auch durch. So. Ich bin jetzt ziemlich vorsichtig. Ah, jetzt sind wir nämlich hier. Das ist die Tür, wo wir nicht durch konnten. Wo ich eigentlich gedacht habe, wir kommen da anders durch. Okay, mein Fehler. Du stehst nicht auf. Du stehst nicht auf. Leute, ich muss einfach. Okay, passiert nichts. Na dann. Hoffen wir mal, dass er liegen bleibt. Okay. Folgen Sie Samuels. Gut, den hat Samuels auf jeden Fall gut ausgeschalten. So. Der ist wahrscheinlich hier mitgefahren, oder? Ja. Finden Sie Samuels in Sixen Synthetics. Mache ich. Ach, hier kann man nochmal speichern. Ich überhöre das immer ganz gern mal. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt das Geräusch nicht so. So. Ja, dafür solltet ihr euch auf jeden Fall entschuldigen. Für nichts anderes, nur dafür. Zur Androiden-Einweisung. Muss ich da lang? Schon, oder? Aufzug nach unten zur Androiden-Einweisung. Muss ich da nicht lang? Muss da schon lang. Glaub schon. Gibt ja nur den Weg. Gut, volles Leben. Nicht ganz volle Munition, aber immerhin. Ein bisschen was. Ja, sieht gut aus. Das sieht ja auch ganz toll aus.
Also. Störung. Natürlich. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Natürlich ein Stromausfall. Was auch sonst. Oh nein. Ich muss jetzt die Erdschaft noch klettern. Replay, wir schaffen das. Keine Angst haben. Hier guckt sie jetzt natürlich nach unten. Da, wo kein anderer Mensch nach unten gucken würde, guckt sie nach unten. Machen die mir was, die Gebläse-Dinger? Bestimmt, deswegen warte ich jetzt lieber mal. Okay, weiter. Ich weiß nicht, ob mir das was macht, aber wahrscheinlich schon. Deswegen bin ich echt so, dass ich warte lieber. So, da auch noch kurz warten. Ah ne, hier kann ich runterspringen. Na denn. War jetzt nicht ganz so elegant. Nicht da. Hochklettern wieder, okay. Hab gedacht, ganz runter. Anscheinend nicht. Dann da lang. So. Schnell, schnell, schnell. Nicht, dass das Ding wieder angeht. Nein, 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 nein. Okay, ein bisschen hat es mir was gezogen, aber es geht. Also, es tut weh. Halt dich fest, Ripley. Die muss was durchstehen. Die muss was durchstehen, die Arme. So. Hier ist natürlich auch Stromausfall. Hier ist wahrscheinlich auch Stromausfall, natürlich. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Da kommen wir ja her. Wir wollen ja da hin. Hier sieht es mir schon wieder richtig unsympathisch aus. Aber da ist ein Speicherpunkt. Der ist mir sympathisch. Und ein Ladungspack. Speichern. Gefahr ist nah. Ist mir sowas von wurscht. So, ja. Dankeschön. Und ein Rekorder. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma am APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf den Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Polos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Warum war die Stimme gerade so komisch? Hat es was zu sagen oder war das einfach nur Effekt? Es hat bestimmt was zu sagen. Muss ich da lang? Ich fühle mich gerade richtig ekelhaft. Ich weiß auch nicht. So richtig, dass gleich wieder so ein Gänsehautmoment passiert. Sagte er und sah das. Nee, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich gerade echt richtig ekelhaft. Stirb! 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 Verdammt! Will der mich töten? Der will mich töten. Ich hab keine Munition. Ich hab. Dann nimm das! Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind zu viele. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Nein! Nein, 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 nein. Nicht sterben. Ripley, nicht sterben. Die töten mich. Stirb. Wie viel sind denn das? Ey, Syntheten über Syntheten. Das darf nicht wahr sein. Ich komme auch nicht mehr vorbei. Wie viel kommen denn da? Lass mich durch. Drecksack. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Okay, okay. Dran vorbei und los. Einfach weiter. Einfach weiter. Verstecken. Hoffentlich sehen die mich nicht. Bitte sehen die mich nicht. Nein. Die
Ich bin hier nicht. Ich muss mit Ihnen sprechen. Nein! Nein! Ich sterb, ich sterb! Das sind zu viele. Wir können die nicht bekämpfen. Aber ich weiß gar nicht, ich muss da ja durchrennen. Oder? Ich habe erst gedacht, der ist nett und zeigt uns wieder den Weg und so. War er halt irgendwie nicht. Okay. Wir wissen, wir können uns im zweiten verstecken und da verstecken wir uns jetzt auch gleich. Kamera ist uns egal. Ich verstecke mich jetzt hier. Da kriegen sie mich gar nicht. Zumindest glaube ich das. Okay, da ist einer. Ich will doch nur kurz an das Terminal, verdammt. Hau ab. Hau einfach ab. Warte mal, ich habe doch noch einen Geräuschemacher. Genau, ich vergesse immer, dass ich so viele Sachen habe. Das war nicht so gut geworfen. Das war noch bescheuerter geworfen. Ich will doch... War halt voll für den Arsch, was ich hier gerade gemacht habe. Ich komme auch gerade überhaupt nicht klar. Ich baue mal eine Rauchgranate. Okay, ich kann jetzt gerade nicht aufmachen. Weil der da drüber steht, der Drecksack. Geh weg. Es scheint von diesen Lüftungsschächten zu kommen. Nee, nee, nee. Die wiederholen sich? Auch nicht schlecht. Die können hier aber nicht aufmachen und mich rausholen, oder? Das geht nicht. Also, das wäre ein bisschen sehr overpowered, muss ich sagen. Oh Mann, Leute. Ich kann nur da lang. Bitte, bitte sei da jetzt nicht mehr. Okay. Alles gut. So. Ach, ich kann da gar nichts lesen. Oh Mann. Da war das ja voll für den Arsch. Ihr kriegt mich nicht. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich muss mich... Nee. Das, ihr wollt mich verarschen. Nein, 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 nein. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, oder? Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft. Auch noch mit dem scheiß Zugangsgenerator hier durch. Nein, 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 nein. Oh nein, ich werde wieder sterben. Oh Mann, die sind so Arschlöcher. Ich mag die gar nicht mehr. Am Anfang waren die so richtig lasch, aber jetzt gar nicht. Okay, warte. Mit der Revolver. Stehen jetzt wahrscheinlich nur die restlichen auf, oder? Jetzt, wo ich in der Kamera war. Weil das wäre zu einfach. Die kommen von überall, Leute. Die kommen von überall. Wie soll man das schaffen? Unmöglich. Ich kann nur noch eins probieren. Aber da steht... Nee, da ist keiner. Rauchgranate, Rauchgranate, schnell. Nein, ich habe keinen Sensor mehr. Nein. Ja, komm, töte mich. Findet ihr einfach, oder? Doch, ist einfach.
Kann man mal machen. So oft bin ich, glaube ich, noch nie draufgegangen in der Folge. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Ich bin ja nicht so einer, der die ganze Zeit hier failt und... Erst E drücken. Dann. Egal. Ist egal, dass ich eine Revolver-Munition... So war das jetzt aber nicht geplant. Er sieht mich nicht. Ich muss nur kurz was basteln. Lass mich in Ruhe. Halt die Fresse und hau ab, Drecksack. Geh da hoch, Mann, Ripley. Die kann nix. Okay, egal. Soweit noch alles okay. Rauchgranate auswählen. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich habe eine Idee. Boah, sind das viele. Drei Räume und bei jedem wachen zwei auf. Ich schau mal, ob ich das so lösen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber ausprobieren kann man es mal. Es ging los. Was? Das ist jetzt aber nicht nochmal einer, oder? Das ist jetzt einfach nur... Okay, alles gut. Alles gut, Samuels. Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthen auf ihn zugreifen kann. Hallo. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Okay, Samuels, okay. Darf ich ganz kurz durchschnaufen? Ganz kurz nur. Darf ich vielleicht noch kurz ein Medikit nehmen? Bevor es hier wieder weitergeht. Leute, das ist eine actionreiche Folge. Das ist richtig ekelhaft gerade gewesen durch den ganzen Raum. Und ich musste es so tun. Ich hätte vielleicht auch alle töten können oder da leise durchmarschieren können. Aber nee, echt nicht. Hauptsache, ich bin durch. Ist mir egal, wenn ich da jetzt irgendwie was verschossen habe oder so. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, von was er redet. Aber ich bin auch gerade am Durchschnaufen. Mal kurz, bitte. Oh, Leute. Das Spiel macht mich fertig. Aber euch gefällt es. Oh, Speicherpunkt. Dankeschön. Jetzt kann ich durchschnaufen. Endlich. Ich habe echt schon gedacht, wie soll ich das schaffen? Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Was tut er? Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung. Unterbruch der Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Ich versuch's! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Was für ein... Okay, zuerst rot. Das da? Nee, warte. Rotes Kabel, wo ist rot? Rot, ich sehe nichts, hier ist überall Nebel. Soll das... Nein, das ist nicht rot. Hier ist rot. Okay, ich probiere es. Bitte sei ruhig richtig, bitte sei richtig. Okay. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Blau? Können da. Ja. Ich hab's. Weiter, komm. Beeilung, Beeilung, Leute, Beeilung. Ich hab's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was jetzt? Grün? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es
es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragwaage. Da, grün. Also, ich habe mir noch grün gemerkt. Okay. Oh mein Gott. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte, ja, neben einem deaktivierten Androiden. Nein, warte. Da. Oh mein Gott, Leute, ist das hier gerade eine kranke Folge. Hab's gefunden, Samuels. Jetzt nur noch eins. Ja, ich mache schon. Hat's funktioniert? Erlebt. Oder? Samuels. Nein. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuel. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Nein. Er hat sich für uns geopfert? Für unsere Mission? Nein, Samuels, Mann. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Er und Tyler waren die einzigsten sympathischen. Tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Danke, Samuels. Dass du in Ruhe Frieden findest. Wir müssen weitermachen. Sonst wäre der Tod Samuels umsonst gewesen. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst, oder? Bleiben die bitte liegen? Ich hoffe einfach, dass sie liegen bleiben. Ich gehe aber trotzdem da lang. Okay, sie bleiben nicht liegen. Also ich bin's nicht. So kann man eigentlich auch durchgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre der leichtere Weg gewesen. Das Problem ist, dass die trotzdem alle hier warten, oder? Ja, sie werden zumindest lebendig, aber egal. Da lang, okay. Alles wieder zurück, also. Jetzt müsste der Aufzug gehen, oder nicht? Ich habe hier gerade was gefunden. Genau. Eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayne und Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayne und Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus!
Ich hab's gehört. Was hat ihn so erschrocken? Die Syntheten? Aber Taylor... Ich verstehe nicht. Und wieso hat es... Wo ist Taylor überhaupt? Seltsames Gespräch. Oder war Taylor bei den Toten im Marshall-Büro dabei? Nee, darüber hätten sie doch nochmal geredet, oder? Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Ich steig schon ein. Da kommt irgendwie nichts. Ah doch. Ich weiß nicht, ob Taylor bei den Toten im Marshall-Büro dabei war. Ich glaube sogar, ich fürchte es, aber... Warum hat man darüber dann nicht mehr nochmal geredet? Ich verstehe es nicht. Oder bin ich so... Oder bin ich so geblendet von dem Horrorlastigen, dass ich so gar nicht auf die Geschichte achte, oder wie? Ich weiß es nicht. Das Spiel macht mich schon ein bisschen fertig, merkt ihr bestimmt. Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald Sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit Ihnen sprechen. Finden Sie einen Weg zum unteren Geschoss. Unser Menschen- und Synthetik-Team dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol. Ausweiskarte? Ich weiß immer noch nicht, für was die gut sind. Ich nehme mal alles mit einfach. Okay, gibt halt nichts. So, auf Terminal. Zugreifen. Ah, da gibt es ja wieder ziemlich viel. Morgen, gemeinsam, 3. So, Leute, das könnt ihr euch wieder durchlesen. Bin ich ganz unten? Ja. Yeah. Ich höre ja immer ganz oft, dass ich eigentlich mehr lesen soll. Von einem guten Kumpel, aber das ist einfach zu viel. Wir sind sowieso jetzt schon wieder, denke ich, bei einer halben Stunde, wenn nicht noch mehr. Und langsam sollte ich mal wieder zum Ende kommen, würde ich sagen. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Spedding? Von dem haben wir auch schon öfter was gelesen. Er steht einfach an 45. Stelle. So ein hohes Tier kann der ja doch nicht gewesen sein. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Hä? Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Waffen platzieren. Caesar und Apollo bedanken sich. Nicht dein Ernst. Bitte lass die Waffen bleiben. Warte mal, wann kriege ich meine Waffen wieder? Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern online. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Ich würde gern meine Waffen wiederbekommen. Oh Mann.
mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken. Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Schalten Sie den Stromleiter aus. Das kennen wir ja, oder? Zusammendrücken und tief Luft anhalten, das kennen wir. So, aber wo genau? Ich verstehe nicht ganz, wo ich jetzt hin muss. Hier vielleicht irgendwo? Nee. Die Tür geht da nicht auf. Nö. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ah, okay, warte. Schalten Sie den Stromleiter aus. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich komme doch da gar nicht hin. Ich weiß schon, dass ich hier durch soll, aber ich komme doch da nicht hin. Weil hier ja zu ist. Ach, jetzt? Hä? Ich hab gedacht, ich komme da durch. Ah, okay, das. Ich habe gedacht, ich muss einen anderen Weg finden, aber jetzt sehe ich da 4930. Ja, okay, Leute. Wie gesagt, das Spiel macht mich fertig. Ihr merkt's. Okay, habe ich wieder ein bisschen dumm angestellt. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Den Fail habe ich wieder sicher in der Tasche gehabt. Aber naja, das kann ja mal passieren. So, Leute, und da wir hier speichern können und es hier mal nicht nach abgefuckter Raumstation... Also es sieht immer noch nach Raumstation aus, aber nicht nach abgefuckter Raumstation. Und ich ganz ehrlich gar nicht mal genau weiß, ich glaube, wir müssen da lang. Jo, ich glaube, wir müssen da lang. Aber ist ja egal. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal wieder eine Pause. Ich glaube, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, wenn nicht noch länger. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine mega actionreiche Folge. Die hat actionreich angefangen, hat actionreich weitergemacht. Am Ende war es jetzt nicht mehr ganz so actionreich, aber trotzdem, ja, war mal wieder genug Action. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation. Bis dann.